Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen auf Hilos TV. Wir kommen heute zu einem weiteren Video unserer Rubrik WOT Blitzkunde Panzerguide. Heute geht es um einen Panzer, der mir in den letzten Tagen ein bisschen den Kopf verdreht hat. Den französischen Stufe 6 Heavy A44. Und warum mir dieser Panzer den Kopf verdreht hat, das versuche ich euch in diesem Video zu zeigen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das definitiv einer der Panzer ist, die bei mir Lieblingspanzerpotenzial haben. Ich würde tatsächlich behaupten, dass dieser Panzer für jeden, egal wer ihn spielt, ein Keeper sein wird. Ich würde euch dringend empfehlen, den nicht zu verkaufen, wenn ihr ihn durchgespielt habt, weil das ist einfach eine absolute Spaßmaschine. Dabei werde ich heute das erste Mal ein paar Anpassungen für mein Video vornehmen. Es wird insgesamt etwas kürzer werden, weil ich selber gemerkt habe, dass da bei den letzten beiden Videos ein paar Informationen dabei waren, die vielleicht für die meisten eigentlich völlig irrelevant sind. Das versuche ich ein Stück weit rauszuschneiden. Es bleibt aber bei dem Schema. Ich stelle euch den Tech Tree vor, ich stelle euch den Panzer an sich vor, ich stelle euch vor, was ihr einbauen solltet und dann kommen die Replays von mir. Nichtsdestotrotz etwas kompensierter. Wie immer ein bisschen Werbung in eigener Sache. Wir streamen auch auf Twitch TV unter Hilos TV. Wenn ihr Lust habt, schaut gerne mal vorbei. Wir würden uns mega über euren Besuch freuen. Da haben wir aber auch schon wieder genug gequatscht. Viel Spaß mit diesem Video. Wir sind auch direkt im Tech Tree gelandet. Ich stelle euch jetzt wieder ein bisschen so die wesentlichen Dinge vor. Erstmal was zum Vorläufer. BDR G1B ist mit Sicherheit ein sehr starker Fünfer, der auch durchaus Spaß machen kann. Ich fand ihn nicht ganz so cool. Ist aber auch mit Sicherheit kein Quälpanzer. T4, T3, T2 lasse ich mal außen vor. Die Dinger sind so schnell durchgelevelt, dass es sowieso nicht drauf ankommt. Ihr levelt zum AMX-50B und das ist mit Sicherheit ein absolutes Monster. Ich denke aber auch tatsächlich, dass spätestens ab dem 8er die Linie durchaus wieder Spaß machen wird. Bei dem 7er bin ich mir nicht ganz so sicher. Wenn wir uns den A44 jetzt selber angucken, sehen wir, dass wir insgesamt drei Guns frei zu spielen haben. Einen Turm, einen Motor und die Ketten. Ich würde euch empfehlen, zunächst den Turm freizuschalten. Nutzt dafür unbedingt Free XP. Der Panzer ist komplett stock, fast nicht spielbar und wird euch absolut jeden Spaß rauben. Direkt nach dem Turm würde ich euch als zweites den Motor empfehlen, denn auch die Mobilität ist am Anfang absolut unterirdisch. Wieder ein Panzer, der keinen Hering vom Teller zieht. Ich habe dementsprechend halt den Motor freigespielt, um da so ein bisschen Mobilität reinzubringen. Dann kommt die erste Gun, die Stufe 7 Kanone. Die ist an sich schon relativ brauchbar. Sieht jetzt nicht so legendär aus, aber mit den 225 Alpha und den knappen 130 mm Pen könnte schon mal den ein oder anderen Gegner bezwingen. Nach der ersten Kanone würde ich euch empfehlen, zu den Ketten weiterzugehen. Die kosten nämlich nur 5000, das ist relativ günstig. Der Motor hingegen fast 19.000, die erste Kanone 15.000. Ihr müsst da also richtig, richtig krass EP in die Hand nehmen. Und erst wenn ihr Turm, Motor, Ketten und die erste Gun freigeschaltet habt, würde ich euch empfehlen, die große Gun freizuspielen. Ich würde mich unbedingt für die Stufe 8 Kanone entscheiden. Warum? Das komplette Gunhandling ist absolute Sahne. Die Durchschlagskraft 212 mm Pen auf Stufe 6 sind phänomenal. Ihr könnt eigentlich alles penetrieren, was euch entgegenkommt. Ihr habt kaum Probleme damit, irgendwelche Weakspots anzuvisieren und so weiter und so fort. Die Rate of Fire ist ebenfalls absolut brutal. Es stehen zwar nur 2000 DPM auf dem Buche, aber das merkt ihr eigentlich im Battle nicht. So schnell wie diese Gun feuert, ihr kommt eigentlich immer dazu, die Schüsse anzusetzen. Also auf jeden Fall die Stufe 8 Kanone. Die Stufe 7 Kanone hat eigentlich letzten Endes nur den Vorteil, dass sie halt einen höheren Alpha hat. Dafür büßt sie unglaublich viel Pen ein. Unterm Strich nochmal eine ganze Menge DPM. Daher auf jeden Fall Stufe 8 Kanone, way to go. Wenn ihr also bei der Kanone angekommen seid, habt ihr knappe 55.000 EP ausgegeben. Es dauert also relativ lange, den Aal voll auszubauen. Ich muss auch gestehen, dass der während des Ausbaus nicht so spaßig zu spielen ist. Also man merkt schon ganz klar den Unterschied zwischen Stock Machine und voll ausgebaut. Voll ausgebaut ist es ein absolutes Monster, wahrscheinlich einer der stärksten Sechser überhaupt. Stock ist er, die letzte Kröte und wird eigentlich von jedem anderen Panzer ausgehebelt. Wir kommen jetzt zum Panzervergleich, wobei der dieses Mal deutlich geringer ausfallen wird, denn ich bin offen und ehrlich, ich glaube nicht, dass es so viel Sinn macht, diesen Panzer mit anderen Panzern zu vergleichen. Ich werde euch einfach mal anhand der ganzen Stats, die hier aufgelistet sind, ein bisschen zeigen, worauf es bei diesem Panzer ankommt, was ihn stark macht. Kommen wir wieder zur Feuerkraft, DPM 2003, gerade schon in der Garage gezeigt. Das ist jetzt nicht besonders legendär für einen Sechser, da gibt es Panzer, die ihn auf jeden Fall ausstechen. Trotzdem mit der Reload von 6,74 Sekunden voll ausgebaut, werdet ihr schon ordentlich Damage an den Mann bringen. Vom Gefühl her muss ich ganz klar sagen, habe ich echt gedacht, der hat deutlich mehr DPM. Ich war gerade selbst etwas überrascht, dass es nur knappe 2K sind. Der wohl größte Pluspunkt dieses Panzers ist zweifelsfrei die Pen mit 212 mm. Die sucht auf Stufe 6 definitiv ihresgleichen.
Habe ich gerade eben auch schon in der Garage gesagt, ihr werdet eigentlich mit keinem Gegner Probleme haben. Ob es jetzt ein Stufe 7 Panzer ist, ein Stufe 6 oder ein Stufe 5, es gibt da weniges, was euch jetzt wirklich gefährlich werden kann, beziehungsweise was euch dazu zwingt, etwas genauer hinzuzielen. Meistens einfach ungefähr in die Richtung des Gegners ballern. Und das Ding geht durch, 225 Alpha tun dann auch relativ weh. Und die Mündungsgeschwindigkeit ist mit 1000 Metern pro Sekunde auch nicht schlecht, muss man ganz klar sagen. Kann man auf jeden Fall sehr gut mitarbeiten. Wir kommen zum heiß begehrten Panzervergleich. Ich habe euch wieder ein paar Panzer rausgesucht, mit denen ich den AL-44 vergleichen möchte. KV-1S, M6 und VK-3601, das sind so die üblichen Panzer, auf die man trifft. Kommen wir wieder zum Reiterfeuerkraft, DPM, ich habe es gerade schon angesprochen, nur 2000, mir kam das deutlich mehr vor. Nichtsdestotrotz sieht man im direkten Vergleich, dass der da nochmal ein bisschen besser gestellt ist als die anderen Heavys, gegen die er kämpfen wird. Der erste richtig, richtig große Pluspunkt des AL-44 ist die Durchschlagskraft mit 212 mm Pen. Das ist, wie ich gerade eben schon sagte, der absolute Wahnsinn. Das ist schon eine richtig krasse Pen. Ihr könnt eigentlich alles frontal penetrieren, braucht euch vor überhaupt gar nichts Gedanken machen. Vielleicht ein T29, der halt down steht, da müsst ihr ein bisschen genauer hin aimen, aber ansonsten ist eigentlich alles rucki-zucki weg. Alpha mit 225 ebenfalls sehr angenehm, das heißt, ihr haut da auch schon eine Respektschelle raus. Wobei das natürlich kein Vergleich ist zur KV-1S-Gun, die aber dadurch natürlich auch deutlich schlechtere Gunstats unterm Strich hat. Deswegen definitiv der Vorteil, 225 Pen. Die Feuerrate ist mit 8,9 Schuss pro Minute sehr nice. Nachladezeit 6,74 Sekunden. Ich habe es gerade eben schon mal gesagt. Wenn ihr eine richtige Position habt und die Gegner stehen ein bisschen offen, dann könnt ihr da schon richtig schön Damage drücken. Mir kam es auf jeden Fall deutlich mehr vor. Also ich hätte nicht damit gerechnet, dass es nur 2K DPM sind. Ich hätte eher gedacht, dass er sich so bei 2,5 ansiedelt, roundabout. Und die Mündungsgeschwindigkeit ist mit 1000 Metern ebenfalls nicht schlecht. Er kann auch noch auf APCR schalten, dann sind wir bei 1250 Meter pro Sekunde, das zeige ich euch hier nochmal einmal kurz. Das ist dann schon sehr, sehr nice. Ich denke aber auch tatsächlich, dass mit den 1000 Metern gut gekämpft werden kann. Da braucht man sich nicht so die Gedanken machen. Insgesamt Reiterfeuerkraft, ganz klar der große Pluspunkt des Aals. Ihr seht es bei den Gegnern, VK3601 ist ebenfalls ein Beast, M6 sehr stark. Die sticht da einfach komplett aus. Wir kommen zum Reiter Waffenhandhabung und auch hier hat der Aal auf jeden Fall einen großen, großen Pluspunkt und das ist der negative Neigungswinkel. 10 Grad, das ist richtig schön nice. Ihr könnt da entspannt über Hügelkuppen snipen, ihr könnt euch an Hügel ranstellen, um die Ecke snipen. Das funktioniert alles ganz wunderbar, nur der M6 kann da überhaupt mithalten. Einziger Wermutstropfen bei dem Neigungswinkel ist definitiv der Neigungswinkel nach oben. Da ist es schon das ein oder andere Mal bei mir vorgekommen, dass ich so schräg an einem Hügel stand und nicht mehr auf Gegner über mir feuern konnte. Da behindert man sich selber so ein bisschen. Trotzdem unterm Strich sehr nice. Die Einzelzeit ist mit 2,45 Sekunden zwar deutlich höher als beim M6 und beim VK3601. Spürt ihr aber nicht wirklich. Auch hier muss ich gestehen, bin ich etwas überrascht über diesen Wert. Ich hätte den eher beim M6 und VK angesiedelt. Die Kanone ist sehr, 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 sehr präzise und sehr zuverlässig. Und die meisten Dinger, die ihr in die Gegner reinjagt, die treffen auch tatsächlich und penetrieren dann halt auch wegen der 212mm Pen. Von daher Gunhandling auf jeden Fall Sahne. Wir kommen zum Reiter Beweglichkeit und damit zum ersten, ja, kleinen Wermutstropfen des AL-44. Er ist nicht ganz so mobil. Man muss bedenken, er ist ein Heavy. Er hat auch eine relativ gute Panzerung. Das muss ich ganz klar sagen. Unterm Strich ist das auch alles absolut okay. Die Geschwindigkeit ist halt nicht so legendary, funktioniert aber ganz gut. Dafür hat er ein sehr gutes Leistungsgewicht. Das heißt, wenn ihr Gas gebt, dann kommt ihr auch sehr gut aus dem Quark. Die Wanddrehgeschwindigkeit ist wiederum ein bisschen geringer als bei seinen Kontrahenten. Das merkt ihr auch ganz klar. Also wenn ihr mal einen Light habt, der euch circlen will oder so, da kriegt ihr schon ein paar Probleme mit. Camo-Wert ist quasi nicht existent, aber gut, ihr spielt einen Heavy, das wollt ihr auch in einem scheiß Gebüsch hocken. Unterm Strich auch um Reiterbeweglichkeit jetzt keine ganz so massiven Abstriche, aber die Wanddrehgeschwindigkeit wird euch das ein oder andere Mal durchaus ein wenig behindern. Wir kommen zu sonstiges Extras. Ich möchte da jetzt gar nicht so viele Worte zu verlieren. Sichtweite und so könnt ihr euch alles sparen. Ist in WOTB meiner Meinung nach nicht ganz so massiv entscheidend, vor allen Dingen nicht im T6-Bereich. Gehen wir nochmal kurz auf die Turm- und die Wandpanzerung ein. Die Stats, so wie sie da stehen, sehen jetzt nicht so brillant aus. Man muss aber sagen, dass der Aal wirklich über eine sehr, sehr gute Panzerung verfügt. Wenn ihr euch den Turm vorstellt, ihr schaut direkt drauf, dann hat er eigentlich nur links und rechts neben der Kanonenblende kleine Streifen, wo er zuverlässig penetrierbar ist. Die müssen auch erstmal getroffen werden, das ist nicht ganz so einfach. Ansonsten bounced der Turm sehr, sehr viel. Ich habe schon Wahnsinns-Bouncer gehabt in den meisten Runden. Das gleiche gilt für die Oberwanne, die ist sehr, sehr schräg. Wenn ihr die so ein bisschen anwinkelt, dann kann es schon mal durchaus sein, dass die meisten Fünfer und auch viele Sechser an euch verzweifeln und euch einfach nicht penetrieren. Teilweise funktioniert sogar Sidescrapen, auch wenn mir gesagt wurde, das sollte man mit dem Panzer nicht machen. Bei mir hat es funktioniert.
Keine Ahnung, ihr müsst es selber ausprobieren. Ich würde es euch empfehlen, da einfach mal ein bisschen herum zu experimentieren. Die Kombination aus dem guten negativen Richtwinkel von 10 Grad und der sehr guten Panzerung am Turm bietet euch auf jeden Fall eine ganze Menge Möglichkeiten. Und ebenfalls nur der Vollständigkeit halber, Blitzstars Daten für die letzten 90 Tage, Siegesrate von 56,7%, sorry. Ihr seht schon, da steht der Panzer einfach deutlich besser da als seine Kollegen. Insgesamt eigentlich bei den ganzen Kollegen nur rote Balken, der Aal performt also sehr, sehr gut. Man muss jetzt auch bedenken, dass es ganz sinnvoll ist, den jetzt aktuell zu spielen. Mit dem derzeitigen Battle Pass könnt ihr euch ja den Eraser BP44 freispielen, der ja auf dem Aal basiert. Ich denke, da habt ihr dann direkt ein gutes Training, wenn ihr dieses Baby in eurer Garage habt. Ich weiß noch nicht, was aus dem Panzer wird, der Eraser BP44. Ich denke aber, dass der nochmal ein Stückchen stärker sein wird als der Aal44. Unterm Strich, Aal44, uneingeschränkt empfehlbar, sehr cooler Panzer. Wir sind zurück in der Garage und hier kommt jetzt das erste deutlich kürzere Feature. Ich werde nämlich nicht so viel zu den Verbrauchsmaterialien, Proviant und Munition sagen. Unterm Strich wisst ihr wahrscheinlich selber am besten, was funktioniert und was nicht funktioniert. Es wird wahrscheinlich auch ein großer Kostenfaktor sein, ob ihr jetzt so viel Proviant einbaut oder nicht. Munition muss ich auch ganz klar sagen, ich habe noch nie in meinen jetzt knapp 3000 Games einen Panzer leer geschossen, von daher könnt ihr da wahrscheinlich die Munition aufbauen, wie ihr wollt. Nehmt mit, was ihr mitnehmen möchtet, ihr braucht nur nicht so viel APCR, weil die Pen der Standard-AP-Munition mehr als ausreichend ist, um sehr geile Runden zu spielen. Deswegen gehen wir direkt zum Zubehörreiter. Unter Kampfkraft Stufe 1 habe ich mich für den Ansetzer entschieden, logischerweise. Kalibrierte Granaten finde ich sinnfrei, die geben halt ein bisschen mehr Pen, aber ganz im Ernst, ihr habt 212 mm Standard, was wollt ihr da noch mehr Pen? Ihr habt mehr als genug. Vitalität Stufe 1, ebenfalls ganz klar das Verteidigungssystem. Ich verstehe ehrlich gesagt nicht, was diese verbesserten Module überhaupt sollen, ist wahrscheinlich für Ultra-Heavys oder so, wenn ihr mal ein bisschen rammen wollt. Spezialisierung Stufe 1, Camonet könnt ihr euch natürlich sparen, wir haben jetzt gerade eben schon über den Tarnwert des Panzers gesprochen, der ist absolut Krebs, dementsprechend bauen wir natürlich die Optics ein. Ganz klar, Kampfkraft Stufe 2, verbesserter Waffenrichtantrieb, in meinen Augen auch sinnvoll. Überladung nicht notwendig, mit den 1000 Metern pro Sekunde grundsätzlicher Geschwindigkeit der AP-Munition kommt hier sehr gut aus. Ihr könnt ein bisschen herumexperimentieren, wenn ihr mal tatsächlich viel sniped oder so, dass ihr mit Überladung arbeitet. Ich würde aber grundsätzlich erstmal zu verbessertem Waffenrichtantrieb raten. Vitalität Stufe 2, verbesserte Panzerung. Ich habe es gerade eben schon gesagt, ich finde, der Panzer hat eine durchaus brauchbare Panzerung, wo auch mal der ein oder andere Schuss, vielleicht auch mal ein oder anderer Schuss mehr abbounds. Dementsprechend habe ich die Panzerung verstärkt. Ich würde da nicht auf zusätzliche Hitpoints setzen, sondern die Panzerung mitnehmen. Bleibt aber auch euch überlassen. Spezialisierung Stufe 2, Motorbeschleuniger, in meinen Augen immer stärker als verbesserte Steuerung. Ich sehe da irgendwie nicht so richtig den Sinn, wenn ich hier 2,7 Grad pro Minute dazu bekomme. Und hier bekomme ich schon alleine 1,9 Grad pro Minute dazu, plus die Motorleistung, die dann halt den ganzen Panzer insgesamt etwas mobiler macht. Ich würde mal sagen, grundsätzlich immer Motorbeschleuniger. Kampfkraft Stufe 3, vertikaler Stabilisator. Ist auch so eine Sache, Präzisionsgeschütz oder den Wertstab. Ich habe den Wertstab eingebaut, weil ihr auch sehr häufig aus der Fahrt schießt. Das ist einfach ein Push-Panzer. Ihr drückt mit dem, ihr fahrt schnell in die Gegner rein und dann wollt ihr halt auch präzise treffen. Dementsprechend für mich klare Wahl. Vitalität Stufe 3 habe ich mich für die Werkzeugkiste entschieden, wie eigentlich auch immer. Verbesserte Ketten finde ich persönlich auch nicht so sinnvoll. Der Aal verliert die zwar durchaus häufig mal, weil ihr halt auch so ein bisschen um die Ecke pieken könnt und dem Gegner damit provozieren könnt, dass er auf eure Ketten schießt. Nichtsdestotrotz Werkzeugkiste in meinen Augen die bessere Wahl. Spezialisierung Stufe 3, Verbrauchsmaterial, Zuführungssystem habe ich mittlerweile eigentlich fast immer eingebaut. Ich war früher ein Fan von hochwertiges Verbrauchsmaterial. Das Problem ist, meistens zündet ihr dann beispielsweise Adrenalin und dann fährt der Gegner weg und ihr habt davon nichts. Dann ist es sinnvoll, schnell wieder Adrenalin zu bekommen, um es nochmal zu nutzen, auch wenn es dadurch natürlich nochmal etwas teurer wird. Trotzdem Verbrauchsmaterial, Zuführungssystem. Wir sind bei den Replays angekommen, wo ich dieses Mal ausnahmsweise mal die Qual der Wahl hatte. Ich habe den Aal, wie gesagt, sehr viel gespielt in letzter Zeit. Der braucht halt auch unglaublich viel EP, um voll ausgebaut zu sein. Er ist aber auch ein absolutes Spaßmobil. Setup hier ganz okay, nur 2,7er Panzer, 5,6er Panzer. Ich fühle mich also relativ wohl. Ich habe es gerade schon mal durchblicken lassen, durch die 212 mm Pen müsst ihr eigentlich auch keinen Stufe 7 Panzer fürchten. T29 ist so ein Kandidat, wenn er jetzt natürlich halt down steht und nur der Turm zu sehen ist, werdet ihr Probleme bekommen. Trotzdem unterm Strich alles okay. Ich habe mich hier für die linke Seite entschieden. Mit dem Heavy spiele ich tatsächlich hier oben ganz gerne. Gerade wenn ich gute Gun Impression habe, kann man hier die ganzen Hügel sehr gut nutzen. Was ihr jetzt auch seht, meine Wanne ist weitestgehend versteckt. Ich pieke nur mit der Kanone über den Turm rüber
und bekommen jetzt das erste Schussfeld. Bisschen gefährlich, der Jagdpanzer 4 hat wahrscheinlich, der hat genug Pen, um mir durch die Kanonenblende durchzuholzen, die er auch gut treffen kann. Ihr habt es jetzt schon gesehen, KV-3, war ein bisschen unlucky. Da sieht man dann die leichten Probleme des Gunhandlings. Es ist ein Heavy, es ist eine unglaublich starke Kanone, die muss ein Stück weit gebalanced werden darüber, dass die Kanone halt nicht ganz so gut zielt. Das muss einfach so sein. Ihr seht aber auch jetzt hier schon wieder, ich fahre aggressiv in den Gegner rein. Sahneschuss, nicht voll eingeaimt, das Ding ging echt relativ gut in den Gegner rein. Davon habt ihr eine ganze Menge, muss man ganz klar sagen. Also das kann man schon, damit kann man schon ganz gut spielen. Hier seht ihr jetzt, dass die 10 Grad halt schon ganz cool sind, aber auch nicht unbedingt immer ausreichend. Und auch ein fast voll eingeaimter Schuss kann mal daneben gehen. Das hat man mit dem Panzer. Man muss auch ganz klar sagen, der Panzer ist eigentlich eher ein Nahkampfschwein. Das ist jetzt kein Sniper-Tank, den ihr auf 200 Meter oder sowas spielt. Von daher solltet ihr schon zusehen, dass ihr immer möglichst nah am Gegner dran seid, um dann halt auch wirklich die DPM an den Mann zu bringen. Ihr seht das hier mit der Reload-Time, das ist ja halt sehr angenehm. Ich habe hier ein bisschen Pech gehabt, dass mir der kleine P43 in den Rücken gefahren ist. Ich hätte gerne weiter gegen den KV-3 gekämpft, aber muss mich jetzt halt hier erstmal drum kümmern. Hab ein bisschen Glück, dass der rausgenommen wird, sonst wäre ich wahrscheinlich, ja, ein bisschen länger geblockt worden und hätte nicht mehr so viel machen können. Leider keine Schusskanäle auf die andere Seite. Mein Team wird so langsam aber sicher aufgeraucht, wir sind schon nur noch zu dritt. Die ganzen Panzer haben noch echt gut HP. Ich muss gestehen, ich habe an dieser Stelle eigentlich auch schon gedacht, dass das Spiel, ja, verschissen ist und das ist nicht mehr besonders viel. Hier könnt ihr jetzt mal sehen, dass der Panzer auch tatsächlich dann durchaus mal den Schaden an den Mann bringen kann. Wie gesagt, diese knapp über 6 Sekunden Reload, die taugen auch schon mal ganz gut dazu, den einen oder anderen Panzer Dauertrack zu halten. Jetzt sind wir schon nur noch zu zweit, T29 und ich kämpfen gegen die Übermacht von 5 gegnerischen Panzern. Ist tatsächlich ein Video, das in unserem Livestream passiert ist. Da waren also auch ein paar Leute dabei, die mir da gerade zugeguckt haben. Ich denke, auch die hatten das Spiel zu diesem Zeitpunkt schon abgeschrieben. Ich entscheide mich jetzt hier dazu, halt hinten abzudecken, weil ich einfach davon ausgehe, dass sie jetzt gleich von hinten kommen werden. So ist es dann auch. Bisschen lucky, dass das Ding durch die Unterwanne gegangen ist. Hätte auch ganz gerne bauen zu können, aber auch solche Schüsse muss man einfach mal haben. Super dämlicher Move vom P43. Hätte er nicht machen dürfen. Der hätte nicht wegfahren dürfen. Das war einfach Blödsinn. Ich nutze jetzt noch direkt die Chance. Das ist das Problem, das ihr seht. Der wird mir durch die Kanonenblende geholzt haben. Da reicht die Pen halt einfach. Also ihr habt an der Kanonenblende, wie ich das gerade eben schon gesagt habe, links und rechts der Waffe, des Rohrs, habt ihr Flächen, wo man relativ simpel penetrieren kann. Schon mit einem T5 wird das funktionieren. Da müsst ihr auch mal so ein bisschen hin und her jiggeln und nicht unbedingt jetzt nur stur auf den Gegner gucken. Ich würde euch das sowieso grundsätzlich immer raten. Bei eurer Spielweise guckt, dass ihr wirklich den Panzer links und rechts bewegt, damit ihr nicht so einen einfachen Schusskanal bietet. T34-85 hat jetzt gerade ein bisschen Glück gehabt, dass der erste Schuss daneben gegangen ist. Das war jetzt tatsächlich eine spielentscheidende Situation. Wäre der T34-85 jetzt weggefahren, hätte er nochmal angreifen können. Er hat sich dazu entschieden, nochmal vorzupieken, obwohl ich auf ihn geschossen habe. Absolut dämliche Aktion von ihm. Aber das Glück muss man halt einfach haben, wenn man solche Runden spielen möchte. Da bietet sich jetzt natürlich der Churchill schön von der Seite an. Wäre jetzt eine typische Situation für Adrenalin, also der Situation Adrenalin ziehen, habe ich jetzt leider nicht ready. Dementsprechend muss ich halt so Damage machen. Funktioniert aber auch ganz gut. Ich bin jetzt relativ unbeeindruckt von dem Typen, der links neben mir steht. Musste den Schuss auf den Churchill jetzt noch setzen, das war wichtig. Jetzt habe ich hier auch tatsächlich so ein bisschen Glück, dass der KV-1S nur die kleine Kanone hat. Ihr seht, ich wackel jetzt ein bisschen hin und her. Ganz wichtig, dass ihr da ein bisschen die Fläche minimiert, dass er euch nicht so gut treffen kann. Jetzt habe ich hier die bessere Rate of Fire und kann ihn entsprechend rausnehmen. Trotzdem hat er mich penetriert mit der kleinen Kanone. Ist also auch schon ein starkes Stück gewesen. Gut, jetzt ist das Spiel natürlich gewonnen. Der T29 hat noch gut HP. Ich halte auch noch einen Schuss aus, wenn ich Glück habe vom Churchill 7. Werde mir den aber natürlich auch noch Möglichkeiten nicht fangen. Da zeigt er sich nochmal schön von der Seite. Ich farm ihn ab, die Runde ist beendet. Ich denke mal, ihr habt hier ganz gut gesehen, dass man auch auf etwas längere Range mit dem durchaus spielen kann. Nichtsdestotrotz, wie ich gerade eben schon gesagt habe, der fühlt sich am liebsten oder am wohlsten in engen Gassen. Das ist eigentlich so sein Kampfplatz, wo ihr wirklich gut mit dem arbeiten könnt und wo ihr die guten Stats der Kanone auch einfach ausspielen könnt. Und weil ich es gerade gesagt habe, dass sich der Aal eigentlich am wohlsten fühlt, wenn er in engen Gassen kämpfen darf, zeige ich euch jetzt noch ein Replay aus Himmelsdorf. Setup ein bisschen anspruchsvoller als gerade eben, 4-7er, 3-6er. Ich habe es also mit Dickschiffen zu tun, ihr seht schon, T29. Es ist wieder der Panzer, den ich gerade eben schon erwähnt habe. Wenn der natürlich halt down steht, dann ist finito.
Da werdet ihr nicht gut durchkommen. Ihr müsst dann ein Stück weit auf die Cupola schießen. Ich habe mir dieses Replay jetzt noch nicht wieder angeguckt. Ich denke, da kommt gleich eine entsprechende Situation gegen den T29. Ich meine mich zumindest zu erinnern, dass es diese Runde war. Ich entscheide mich natürlich für die Schlachtergasse, logischerweise. Das ist quasi der Wohnort des AL-44. Ihr werdet eigentlich keine besseren Positionen für diesen Panzer finden. Ihr seht jetzt, dass ich relativ dicht am Erdhaufen bleibe, um meine Unterwanne zu schützen. Ich fahre jetzt einen weiter vor, weil anscheinend nichts kommt. Ich will natürlich auch kämpfen und nicht einfach nur warten, ob ein Gegner vor mir steht. Jetzt sehe ich, oh mein Gott, ich habe viele Gegner, viel Feind, viel Air. Ich freue mich dann immer so ein bisschen. Ich suche mir direkt den nächsten Erdhaufen. Denkt dran, versucht die Wanne zu verstecken, so wie ich das jetzt hier mache. Schuss aus der Hüfte, ich hätte vielleicht auch aimen können, aber gut, ich nehme es natürlich so mit. Der T29 hat mich noch nicht so ganz erkannt. MT25 gebounced ist jetzt nicht der Rede wert, da braucht man jetzt nicht großartig drüber reden, das passiert automatisch. MT25 nochmal gebounced. Jetzt seht ihr so langsam das Potenzial des Turms, der hat das durchaus. Natürlich müsst ihr auf Gegner treffen, die jetzt nicht so die mega Ahnung davon haben, was sie tun. Wenn ihr jetzt gegen jemanden spielt, der weiß, was er tut, dann wird er euch einfach durch die Kanonenblende herholzen. Ihr müsst aber letzten Endes die Runden immer so spielen, als würdet ihr halt gegen Leute spielen, die es halt nicht wissen, weil sonst kommt ihr nicht zu Schaden. Wenn ihr euch ständig nur versteckt, weil ihr Angst habt, dass euch jemand durch die Kanonenblende holzt, dann werdet ihr halt keinen Schaden machen. Das ist halt einfach so. Hier sieht man jetzt ganz gut, dass der Aal auch durchaus mal den einen oder anderen Schuss bounced. Sehr lecker. Der MT25 hat sich jetzt natürlich in eine total saudämliche Position gebracht. Der war etwas unlucky. Ich habe ihn zwar detracked, aber leider keinen Damage gemacht. Hätte man besser machen können oder hätte man besser schießen können, da war mein Aim aber zu kartoffelig. Ist halt leider so. IS macht es jetzt richtig, der zieht sich vor mir, der weiß ganz genau, dass er sonst von mir auf die Fresse bekommt. Hier seht ihr jetzt den Vorteil der sehr, sehr geilen Penetration. Wenn ihr einen Weak Spot trefft, dann durchschlagt ihr den auch einfach. Also das ist garantierter Schaden. Ihr seht aber auch, ich könnte dem theoretisch auch durch die Kanonenbacken schießen, das würde auch funktionieren. Also muss ich ein bisschen aufpassen, T29 hinter mir wird jetzt langsam gefährlich und der MT25 geht mir jetzt schon so ein bisschen auf den Sack. Ich akzeptiere jetzt sogar einen Schuss vom IS, hätte ich den bekommen, wäre es okay gewesen, Hauptsache der MT25 ist raus, weil der einfach das Spiel dann doch schon sehr stark beeinflusst. Jetzt, wo ich das hier so sehe, muss ich sagen, kein so intelligenter Move. Da habe ich jetzt natürlich ein bisschen Glück gehabt, dass er nicht mal geschossen hat. Wäre der KV-2 jetzt um die Ecke gekommen, hätte er mir wahrscheinlich seitlich durch den Turm schießen können. Hätte die das Ende der Runde sein können. Der AL-44, ihr seht es wieder, ist aber wirklich schwierig zu penetrieren. Gerade wenn ihr hin und her jiggelt, ich habe es gerade schon mal gesagt und ich werde es immer wieder wiederholen. Nutzt diese Möglichkeit, dass ihr mit der Wanne hin und her wackelt. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Genauso wie mit dem Turm. Wenn ihr die Weak Spots von links nach rechts dreht, dann werden viele, viele Gegner Probleme haben, die adäquat zu treffen. Ich gebe das ganz offen und ehrlich zu, das ist auch noch eine meiner Schwächen. Wenn ich gegen einen guten Gegner kämpfe, der viel wackelt links, rechts, dann habe ich echt Probleme, den Panzer vernünftig zu treffen. Und ihr seht es, was dieser Panzer teilweise bounced, ist halt der helle Wahnsinn. Ich gehe davon aus, dass sowohl der Jagdpanzer als auch der VK beide Auto-Aim benutzt haben und nicht wirklich gezielt geschossen haben. Das ist halt leider so ein WoT-Blitz. Ich habe es gerade schon gesagt, wenn ihr gegen gute Leute spielt, dann wird das nicht funktionieren. Aber geht einfach nicht davon aus, dass der Gegner, der da vor euch steht, der beste Spieler auf diesem Planeten ist. Geht eher davon aus, dass der auf eurem Level spielt, maximal. Und überlegt euch einfach mal, wie sehr ihr selber Probleme damit habt, bewegliche Ziele zu treffen. Ich habe es gerade schon gesagt, ist auch immer noch eine meiner Schwächen. Da muss ich noch dringend daran arbeiten, dass das besser wird. Trotzdem denke ich mal, ganz gut runtergespielt. Hab meine Chancen genutzt. Ich habe mein Damage gemacht. Ich bin mittlerweile bei fast 4.500 Damage. Das ist halt schon eine ganz knackige Sache. Hätte natürlich gerne noch den Kill mitgenommen, aber mein Gott, ich gönne ihm den T34-85. Damit ist auch dieses Replay schon wieder zu Ende. Ich hoffe, ihr habt einen kleinen Einblick bekommen, wie man den Aal am besten spielen sollte, was man mit ihm machen kann. Es ist ein, ich sag's noch einmal, absoluter Spaßpanzer, der definitiv ein Keeper für euch sein sollte. Also verkauft diesen Panzer auf gar keinen Fall, der funktioniert immer. Kann man wirklich so sagen. Ja, ich hoffe, es hat euch was gebracht. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des Videos angekommen. Ich habe jetzt gemerkt, dass es gar nicht so viel kürzer geworden ist als die anderen. Letzten Endes habe ich mir diesen ganzen Garagenteil ein bisschen gespart. Ich habe aber tatsächlich jetzt hier heute nochmal gemerkt, dass dieser Panzervergleich gar nicht so schlecht ist, um einfach wirklich mal die Stärken und die Schwächen dieses Panzers herauszustellen. Um es nochmal zusammenzufassen: unglaublich gute Penetrationsleistung, das ist wirklich der helle Wahnsinn. Guter Alpha, immer noch eine gute DPM für einen 6er Heavy. Insgesamt sehr stark gepanzert in meinen Augen. Okay, streichen wir das sehr. Er ist gut gepanzert und er lässt auch mal einiges abbouncen, wo man schon ganz gut spielen kann. Nutzt Deckungsmöglichkeiten, versteckt die Wanne, winkelt euch an, jiggelt viel hin und her und ihr werdet mit diesem Panzer auf jeden Fall erfolgreich sein. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ich habe es zum Eingang schon mal erwähnt. Wenn ihr Lust habt, uns mal live spielen zu sehen, Hilos TV auf Twitch TV.
Da streamen wir regelmäßig World of Tanks Blitz. Da könnt ihr auch mal eine Runde mit uns quatschen, wenn ihr Bock habt. Oder einfach direkt Fragen stellen, wenn ihr Fragen zu Panzern habt, die ich schon gespielt habe in WOTB. Ich danke euch fürs Interesse an diesem Video. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut, bis dahin. Ciao!